Musiker! Herzlich willkommen zu einem neuen Piano-Tutorial hier auf meinem Kanal. Heute lernen wir weiter die Mozart-Sonate Nummer 16, der erste Teil in C-Dur geschrieben. Tja Leute, wir sind am Endspurt angekommen. Letztes Tutorial der Mozart-Sonate, das heißt 10 Tutorials müssen es dann sein. Es geht super voran hier, das ist jetzt der letzte Teil vom Tutorial. Habt viel Spaß, wir legen direkt los. Also, wir waren ja letztes Mal, das hier haben wir uns dann noch angeschaut, das haben wir noch geschafft. Hier, da. Und hier, das lernen wir jetzt weiter hier. Das hatten wir auch noch gelernt. Das ist dann schon unser neuer Teil. Also, rechte Hand, damit fangen wir an. Hier, mit den 16. Noten. Halbe Note D. Dann hier und dann macht ihr hier das Cis. 1, halbe Note hier oben, das A und dann geht's A. Und mehr machen wir erstmal nicht. Das ist erstmal die rechte Hand praktisch ganz simpel. Noch einmal gezeigt. 2, 1, 2. Mehr war's erstmal nicht. Und die linke Hand spielt dazu folgendes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Achtel Note Pause. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und mehr war es erstmal nicht. Alles Achtelnoten, die kann man im Staccato spielen. Das wäre jetzt vielleicht besser. Klingt für mich besser. Das ist ja wie immer, da steht jetzt kein Punkt drüber, aber ja. Ach, habe ich ganz vergessen zu sagen, die Noten seht ihr jetzt schon lange eingeblendet. Das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. So. So, und zwar, wie ihr bestimmt in den Noten gesehen habt, da, das Cis dort, das umkreise ich euch mal, das ist so eine kleine, gebundene, winzige Achtelnote. Ja, sieht ganz, ganz witzig aus, aber so witzig ist es nämlich nicht, denn das heißt praktisch einfach nur, dass man es kaum spürbar spielt, so. Okay, das merkt jetzt nämlich gleich beim Zusammenkombinieren, denn zusammenkombiniert klingt unser Neuteil nämlich so. Okay. Das spielt man nämlich praktisch noch zwischen der Lücke, die dort ist, zwischen der Achtelpausen. Zwischen den einzelnen Pausen hier zwischen. Da spielt man nämlich diese Note. Ich spiele es euch noch einmal ein bisschen schneller. Okay, und mehr ist es auch erstmal nicht. Das war jetzt der erste Abschnitt. Übt es gerne, bis ihr es flüssig könnt. Ihr könnt das Video sehr, sehr gerne pausieren. Okay, gut. Dann. Neuer Abschnitt jetzt. Also, nächster Abschnitt ist. Ist praktisch eigentlich nur fast einfach nur weiße Tasten hochgehen. Also. Aber den Finger, das zeige ich euch nochmal. Achtelnote hier und dann alles 16. Noten, was jetzt kommt. Also, Achtelnote und jetzt 16. Noten. Jetzt noch einmal ganz langsam. Hier könnt ihr übersetzen. Mache ich sehr, sehr gerne. Hier mit dem vierten. Hier mit dem dritten. Bis zum C hier unten anschlagen. Dann trillert ihr einen ganzen Tag lang. Das heißt 4/4. Und dann nochmal ein 32. Not. Und hier ist dann wieder eine Viertel. Das heißt dann. Ja, so. Gott. Und die linke spielt dazu auch nichts Schwieriges. Also praktisch eigentlich nur C-Dur in der dritten Variante. Das heißt 1, 2, 3, 4.
Oder, ach doch, wir spielen komplett. Wir spielen sie jetzt komplett durch. Eins, zwei, drei, vier. Dann hier hoch. Eins, zwei, vier. Dann hier C-Dur. Okay? Also. Hier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei. Also, so meine ich. Sorry, sorry. Ich habe mich gerade jetzt verspielt. So, so ist es richtig. So. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Dann hier C-Dur. Okay, praktisch C-Dur. Aber fehlt nur noch der dritte Ton. Aber ja, das ist jetzt eigentlich irrelevant. So. Und dann zusammen kombiniert klingt der neue Teil dann so. Dann hier trillert ihr. Zwei, drei, vier. Dann geht ihr direkt zum C-Dur über. Das war jetzt sehr langsam gezeigt, aber. Ja, praktisch. Wichtig ist, diese Taste hier noch zu warten und dann hier erst anfangen zu spielen. Denn es ist eine Achtelnote, in eine Achtelnote passen 2/16 rein. Deswegen, sehr, sehr wichtig. Und dann spielt ihr euch noch einmal flüssig vor, unsere beiden Teile kombiniert. Aber ihr dürft sehr gerne das Video auch jetzt erstmal pausieren. Gut, dann. Also, zusammen kombiniert sind unsere zwei Teile dann erstmal so. So, hier, da. Und dann, das kennt ihr, ich guck mal kurz auf die Zeit. Ja, da sehe ich. Okay, wir haben noch ein bisschen. Wir haben noch ganz entspannt viel Zeit. Gut. Und dann kommt ihr, dann erinnert euch bestimmt doch an diese Dinger hier. Doch so. Und sowas ähnliches kommt jetzt auch. Und zwar so. Hier unten auch. Dann war's schon. Okay? Also, C3, komplettes C-Dur und dann hier ist, glaube ich, einmal das F. Ja, hier einmal, dann wird es kurz F-Dur, aber ist egal jetzt. Also. Kurz F-Dur und das H, keine Ahnung. Und dann hier. C, dann geht er hier hoch, E, G, C, zweite Variante von C-Dur und dann eine Viertelnote C, hier, das heißt hier Viertelnote C, Viertelnote C, Viertelnote C und unsere linke Hand dazu spielt ganz, ganz simpel, praktisch hier und das hier. Und dann hier wird es nämlich, ja gut, hier das halt und dann, okay, also, noch einmal gezeigt, noch ein bisschen langsamer, zack, zack, dann hier, zack, zack. Und zusammen kombiniert klingt es dann so. Eigentlich so, wie ihr es schon kennt. Deswegen habe ich es jetzt ein bisschen schneller gespielt, aber ich kann es auch einmal langsam. So wie es euch erst schon kennt. Und so. Damit hätten wir es auch. Danach sieht da unten noch ein Wiederholungszeichen, aber ich bin ganz, ganz ehrlich, ich lasse das immer weg. Man sollte das notentechnisch natürlich spielen, aber
ich habe mir, es gibt so viele Videos davon, wo Leute das auf YouTube spielen, die lassen immer die zweite Wiederholung weg. Also die erste würde ich mitmachen, das klingt einfach. Und das klingt einfach perfekt. Die letzte würde ich nicht mitmachen. Das ist so ein richtiger. Das ist schon ein Schlussakkord. Akkord, genau. Ja, da würde ich nicht mehr die Wiederholung spielen. Aber es ist natürlich eure Sache. Notentechnisch soll man sie spielen, aber viele lassen sie weg, beziehungsweise eigentlich jeder, den ich kenne. Ja, aber auf jeden Fall, das war jetzt das Tutorial der Mozart-Sonate. Das war jetzt mit dem Tutorial der Mozart-Sonate. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir haben das Stück nun durch. Dann lernen wir dann im nächsten Tutorial den zweiten Teil weiter. Das hier bestimmt. Das haben wir ja auch noch vor. Das hier. Diese Romanze von Beethoven. Aber wir haben noch sehr viel vor. Also Leute, ich hoffe, euch hat es unterhalten. Ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen. Wenn ja, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne einen netten Kommentar unten in die Kommentare, wenn diese aktiviert sind. Ja, und abonniert auch gerne meinen Kanal, so verpasst ihr keine produktiven, hilfreichen Tutorials mehr, wie zum Beispiel dieses. Also Leute, habt einen schönen Tag, habt eine gute Zeit. Wir sehen uns im nächsten Video, was auch immer ich dann mache. Bis dann erstmal. Tschüss.